Ho, ho, ho! Heute die neue Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag zuerst veröffentlicht. Seid gegrüßt, viel Spaß beim Zuschauen und los geht es natürlich. Noch bin ich in dieser Folterkammer. Ich kann hier nichts machen, ne? Es wäre natürlich klasse, wenn diese animiert wäre. Aber so wie ich weiß, ist ja... Schreibt es mir in den Kommentaren. War das in Gothic 2 immer schon so, ne? Also, dass es hier das Gerät gab. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus. Das war also die unterste Ebene. Also unten im Keller. Nicht wahr? Wo habe ich denn hier... Ach ja, wir haben bei uns... Hier in der Nähe ist eine Burgruine. Und da gibt es auch einen Keller. Und da steht nämlich auch so ein Ding. Also wirklich spannend. Ich muss noch mal genau... meine Augen trainieren und gucken, ob nicht irgend noch was in der Wand hängt oder so, irgendein Schalter oder sonst irgendwie was, was da sich irgendwie herabsetzt, hervorhebt. Okay, ja, dann geht's ein bisschen weiter hoch. Was ich vergessen habe zu machen ist, und das mache ich jetzt auch, am besten jetzt, bevor ich es vergesse. Ich gehe nämlich wieder runter oder springe auch mal runter, weil ich habe nämlich hier die Zelte noch gar nicht besucht. Weil da war ja so viel Action. Okay, ja. Bum, 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 bum. Auch lustig, ne? Manchmal könnte man meinen, hier wäre man in Texas im Grand Canyon. Der Grand Canyon ist ja... Moment mal, das weiß ich jetzt nicht. Utah... Deep Valley, nee, irgendwas mit Valley war das. Valley, Salt Lake, nee, hä? Nee, Salt Lake City ist was für eine Stadt. Mensch, wie hieß denn das nochmal? Ach ja, da in der Geschichte war ich noch nicht drin. Silicon Valley, nein. Mensch, wie hieß denn das nochmal, dieses... In Utah. Was, die Utah? Nicht die Utah, in Utah. US-Bundesstaat. War ich denn hier schon drinne? Noch nicht, ich speichere mal. Oder ich bin hier doch mal durchgegangen. Nee, bin ich nicht. Jetzt sind wir wieder auf so einer Plattform hier. Wo es weitergeht und da hinten ist wieder diese, ich sag mal, ist vielleicht eine kleine Siedlung oder so. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zum, zum Türmchen hier. Und schauen mal in die restlichen Schattockwerke rein. Wobei ich höre noch nichts irgendwie so von wegen hier. Jetzt bist du dran. Ach, vielleicht sollte ich mal... Haha, das ist natürlich wunderbar. Und zwar hat man wieder hier... Das finde ich gut, das finde ich echt gut. Ich kann mich nicht erinnern, dass es noch solche Fässer gibt. 64 Lebenspunkte waren noch aufzufüllen. Und dann heißt es jetzt 0. Das hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. So, dann heißt es dann 0 Lebenspunkte regeneriert. Also sind wir wieder vollständig mit Leben. So, dele. Ah, ich gehe, glaube ich, nochmal speichern. Jep, gucken wir mal. Da oben brennt was an der Decke. Und das könnte auch ein Pfeil sein, der durchglitscht. Aha. Okay, hier haben wir bestimmt einen Grog oder einen Rum. Dann haben wir hier, das Ding hier. Kann auch ein Feuer sein. Dann habe ich hier gleich sofort was gesehen. Ein eiserner Ring. Erstmal gucken, bevor wir hier was losmachen, was hier ist. Na, schaut mal, 4 Betten. Gibt's was hier in den Betten, an den Betten zu finden? Nein? Gut, dann ziehen wir mal an dem eisernen Ring. Gibt's hier Schränke, die man eventuell öffnen kann? Nein? Gut, dann wird hier mal Push the Trigger machen. Pull the Trigger. Und beobachten mal, was passiert ist. Ja, hier haben wir ein Trüchen.
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, da braucht man richtige Schlüssel für. Guck ich mal ins Logbuch, ist noch irgendwas offen? Nein? Sind die jetzt alle? Habe ich die jetzt alle schon? Ah, es geht noch weiter hoch. Also es ist nicht Xardas Turm, das würden wir gleich sehen. Und außerdem weiß ich, wo Xardas ist. Vielleicht hat er mal hier so einen Zwischenstopp gemacht, der Xardas. Also in der Geschichte von Odyssey im Auftrag des Königs. Das eventuell hier noch irgendwas zu schalten und walten. Ich glaube nicht, aber hier hat's jo, Fleische. Hier hat sie Kochtopf, sehr gut. Und hier habt's ein Herd, da kann ich legge mein Fleisch braten. Wie viel habe ich denn gebraten? Wahrscheinlich gar nichts oder was? Gut, okay, dann werde ich mal hier noch ein bisschen Proviant für mich kochen und sehen uns dann nachher wieder. So, Rolands Kochstudio ist jetzt beendet. Was haben wir denn alles? Wir haben 5 Crawler-Suppen, Apfelkompott, Bananekompott, ach, alles mögliche, dünne Brotsuppe, kräftige Käsesuppe, 8 Fleischsuppen und Fischsuppe, jede Menge Okidoki, dann kräftige Schinkensuppe, Tomatesuppe, Wurstsuppe, Suppsuppe. Auf in die nächste Etage. Obwohl, hier ist ein Sessel, da könnte man sich ja gemütlich machen. Okay. Ist auch nichts versteckedeit. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ah, hier geht's zum Balkon, ne? Ja, jedenfalls sieht das nach draußen aus. Gut. Hier ist nichts herinnen. Und schon die oberste Etage? Nee. Aber hier ist auch so eine Balustrade und noch. Oh! Alles klar. Alchemietisch. Feder zum Schreiben. Hier kann ich wieder Sprüche machen. Dann haben wir hier Gold. Laborwasserflaschen, Essenz der Heilung, noch eine Laborwasserflasche. Schön. Und hier fehlt natürlich wieder der Schlüssel. Wetten? Nee, doch nicht. Was sind das? Ach so, das sind jetzt hier zum Sprüche malen. Sprüche malen. Ja, dann werde ich doch noch ein paar Sprüche schreiben. Das mache ich mal im Off. Immer schön den 5. magischen Kreis. 10-mal Eiswelle und zurück. Mal gucken, was macht denn der 4. Magiekreis? Muss mich immer noch mal ein bisschen Blitzschlag, Untote vernichten, Blitzschlag, Untote vernichten. Nee, ich glaube, ich werde das mal anders machen. Ich Verwandlungsspruch wollen schreiben. Und zwar in einen Löwen, mehr nicht. Na, ich kann keine Golems erschaffen. Shit, das ist noch nicht möglich, oder? Feuerball, nee, das wird nicht, das wird hier nicht sein. Kann ja nicht, das ist bestimmt der 6. Kreis. Unwetter. Nee, da habe ich noch genug von. Okay, dann wollen wir mal die Tinte sparen. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und zwar hier. Denn wir müssen ja noch irgendwie aufs Dach kommen. Oder auf den Deckel. Okay, hier gibt es eine Tür, bevor wir da durchgehen. Gucken wir mal, wer hier ist. Hier ist noch keiner da. Hier ist nochmal ein schönes Bett. Sehr spartanisch alles eingerichtet. Upsa, nicht. Belia-Statüchen hier. Ne, genau. Dann, gucken wir mal, wo wir hier reinkommen, wenn wir hier reinkommen. Jedenfalls sehe ich was Truhenmäßiges. Genau. Hier kann man auch. Ach, hier, das ist schön. Wasserpfeife. So, vielleicht gibt es ja hier mal eine Rune oder sowas. Das wäre ja mal eine ganz coole Sache. Okay. Okay. So, goldene Kelch und 200 Gold. 2 goldene Kelche, 200 Gold.
Hier kann man nichts aufmachen. Weiter geht's. Moment mal. Ja, nach oben. Die sind alle ausgeflogen, oder ist hier noch einer? Ja, die habe ich wohl alle platt gemacht. Und ich habe im Schnitt vergessen zu zählen, wie viele es denn waren. An Wüstenräubern. Leider, 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 leider. Hab's leider nicht mitgezählt. Okay, dann war's das auch hier für diese Sache. So, dann geht's wieder runter und ich mach das mal im Off. Ich erinnere nochmal an die letzte Folge, da haben wir ja eine Schatzkarte von dem Wüstenräuberhauptmann gefunden und die ist in dieser Richtung. Ja, das heißt also in dieser Richtung, ne? Also ich zeige jetzt mal spiegelverkehrt hin. Da ist das X und jetzt würde ich jetzt hier durchgehen, durch diesen Tunnel, der ist weiter in der Richtung, hoffe ich, ja. Dann wären ja wir wieder auf der anderen Seite und wir würden uns natürlich davon entfernen. Ich gucke aber trotzdem nochmal durch, weil das hier ein Weg ist. Oh, kein Giftpfeil, muss ich mir eben nochmal einspeien. Einspannen. Ne, dann, ach, das ist der eine große Greif, den wir von unten gesehen haben. Moment mal, mein Satzbau lässt zu wünschen übrig. Dann hätten wir nämlich hier nämlich auch noch einen Weg gefunden, zu diesem Turm zu gelangen, von der anderen Seite. Denn da, das war ja ziemlich müßig und aufwendig, da durchzugehen. So. Greif jetzt nochmal, weggreifen. Bist du ein Feldknöterich? Du bist ein Feldknöterich. Also sicherheitshalber nochmal hier diese Ebene abgrasen, hätte ich beinahe gesagt. Hier ist aber gar kein Gras. Gut. Schön. Also waren nur noch ein paar Greife da und hier ist noch ein. Oh, hier ist noch ein Greif. Ja, der war das, den wir gesehen haben. Zwei Schüsse und fertig ist. Ach, und das sind die Palmen. Ja, Schatzkarte und Palmen. Okay, also das wird jetzt mal hier ein bisschen cool. Das ist wieder so eine Art Sumpfgebiet. Ich habe Lurker gesehen. Was bist du für ein Ding? Eine Löwin. Okay, speichern. Denn das interessiert mich natürlich schon, wie ich da hätte von der Seite hier kommen können, um zum Turm zu gelangen. Natürlich klar. Okay. Haben wir. Oh! Oh! Seht ihr? Seht ihr? Es gibt dann auch immer schöne Überraschungen hier. So, ist das nur. Ach, das ist nur so eine kleine. Elixier der Hall, kleiner Feuersturm. Todeshauch. Ja, und das war's dann auch. Gut, dann gehen wir bitte weiter, Herr Roland. Jetzt gibt's hier wieder einen Durchgang. Oder eine Höhle. Mit einem 10 wütenden Schattenläufer, der wohl mich eventuell schon entdeckt hat. Na, machen wir das mal so. Ich habe ja eine schöne Reichweite. Oh. Schön. Tja, das war's für ihn. Okay, der okay.
irgendwelche Flavorsachen hier, außer ein paar Skelette. Nein. Gut. Jetzt geht's da runter. Genau. Oh, sämtliche Löwen oder Löwinnen. Ein Löwe und noch ein Löwe, also männliche. Speichern. Und mal schauen, wie wir die natzen können. Von hier oben wäre das wohl mal ganz cool. Und der eine geht, jetzt gehen sie, hauen sie beide ab. Oh, die machen die Scavenger kaputt. Beide haben die Scavenger kaputt gemacht. Aggressive Wüstenfliege. Wo, was, so. Warte mal. Krokodil. Was es so alles gibt. Oh. Okay, dann. Da hinten flog noch der Pfeil weiter. Gucken. Kommen wir da durch? Nee. War noch zu weit weg. Die beiden sind beschäftigt mit Futtern. Oh, da hat es aber jede Menge. Jetzt fängt er an, hier meine Beute. Ihr sollt hier nicht meine Sachen. Das gibt's doch nicht. Ja, macht mir die Sachen platt. Finde ich nicht gut. Okay, da ist auch noch ein Löwe. Löwin. Löwin, ja. Naja, damit muss ich leben. Das ist nun mal die Natur, ne? Okay, du auch. Von mir aus. Hallo? Wird einfach alles irgendwie anvisiert. Gucken. Sehr schön. Bis auf den Alligator. Der ist ja noch da. Sitzen nahrungstechnisch bei mich aus. Ja, ja, alles klar. Noch eine aggressive. Hier, da ist ein zähes Krokodil. Okay. Da ist noch eins. Oh, warte mal. Dann machen wir das nämlich so. Dass wenn er im Schleichmodus ist und wir noch weit weg sind, damit er nicht die Möglichkeit hat, mich noch zu beißen. Ne? Okay, mal Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel Apfelkompottstärke habe ich gekriegt. Ebenso beim Bananenkompott. Gucken wir, was wir noch haben. Dünne Brotsuppe, ja okay, ich schalte mich dann wieder ein. Wenn ich satt bin und vollständig geheilt. So, hier liegen ja natürlich noch. Wo ist denn der Löwe hin, der die hier alle weggeputzt hat? So, hier muss ich mal nochmal ganz akribisch suchen, weil es ist hier wieder so verwildert hier alles. Ach, du bist auch im Arsch. Sorry. Ja, das meine ich ja hier verwildert und gut getarnt. Ah, da ist ja noch einer. Von den 10 Krokodilen. Er kommt aber nicht weiter da, wa? Oder kommt er angeschwommen? Er kommt angeschwommen. So wie. Oh, da ist ja noch einer dahin. Den habe ich ja jetzt erst gesehen. Kaputnik.
verbirgt sich... Ja, okay, hier verbirgt sich noch so eine Wüstenfliege. So. Oh, ich muss nicht sogar schwimmen. Verbirgt sich hier noch was? Na, okay. Machen wir gleich. Schade, da sind hier schöne versteckte Geschichten hier. So, wo ist denn das andere Krokodil? Was ist da? Okay. Dann gehen wir mal hier. Okay. Liegen noch Scabbies rum. Gehen wir mal hier entlang. Wohl nicht da rum. Bevor wir an dieser versteckten Stelle kommen. Achso. Na? Also hier habe ich echt mal ein bisschen mit Goodies gerechnet. Hat es aber leider hier nicht. Da will ich doch gar nicht hin. Achso. Das Blatt hat da mich aufgehalten. Oder ist noch was hier im See drin? Kann sein, dass hier noch was drin ist. Außer diese Kadaver hier der Tierchen. Sieht wohl nicht so aus. Ja, okay. Dann gehen wir wieder flugs rüber. Hä? Wieder reingefallen auf diese blöde Palme. Ach ja. Hier geht's auch nicht weiter. Gut. Was haben wir denn noch? Da oben ist was. Nee, ist nix. Gut. Doch, da wäre was. Ja, dann, rechts davon kommen wir natürlich wieder in die untere. Ach, schau, einer mal guck. Moment mal, ist das jetzt nicht da, wo ich denke, dass wir da sind? Nein, ist es nicht. Also jetzt sind wir wieder ohne. Also wir sind schon mal nicht in der Nähe des Schatzes, wo wir noch hin müssten. Ich kann aber trotzdem mal gucken, wenn ich jetzt auch wieder auf M drücke. Ich habe die letzte doch. Ja gut, okay, dann nimmt er die Karte wieder, aber nicht die Schatzkarte. Dann werden wir mal von hier aus hier in der unteren Ebene bleiben und dann werde ich geradeaus und dann wieder irgendwo rechts hier rein. Denn dann kommt das so richtig cool, dass ich dann hier... Moment mal, muss ich dann hier rum? Oh, es rendert ja noch ein bisschen. Dann muss ich mal ein bisschen rechts davon. Ja, so ist... Nee, das ist jetzt falsch, Mickey. Was sagst du denn da? Was machst du denn da auch? Hier hin. Also, hier rum. Bleiben wir erstmal unten. Oh, ich dachte schon, was kommt da wieder? Ja, genau. Wilder Wüstenwolf. Schon leicht angeknabbert. Supi. Ach, hier vorne. Ach, so ist das. Was sollst du das? Hauen sie mich wieder alle, picken mich. Hallo. Ohoho. Menno, ich habe nicht abgespeichert. Jetzt habe ich abgespeichert und ich war so in einem Schießflow drin. Also es ging ja irgendwie alles so augenscheinlich alles wie geschmitzt, wie geschmiert. Und ja, und da war ich dann natürlich hier echt, um Selbstkritik mal zu leisten, ein bisschen zu überschwänglich. Los. Nicht den hinteren, sondern den hier.
Ja, das ist so ein Anvisierproblem im Kampf. Die schlafen ja sogar. So, okidoki. Oder noch was vergessen? Nein, nur noch die beiden da hinten. Und da hinten dürfte es auch nicht mehr weitergehen, so wie ich das da in der Karte mitbekommen habe. Ups, stopp. Jedenfalls nicht so offensichtlich. Ich wär's mal, wenn der Wüstenwolf mal ein bisschen Schaden nimmt. Jetzt endlich. So, aha, also doch, hier ist eine Höhle. Entweder geht die durch oder ist auch nur so eine Sackgassenhöhle. Aha. Weil wir befinden uns nämlich hier in so einer Sackgasse. Genau. Und wir müssen ja links daneben rum. Aber vielleicht ist ja hier irgendwie noch... Nee, auch nicht. Keine Goodies. Keine Gadgets. Ah, das ist so... das ist so enttäuschend. Naja, will ich nicht sagen, aber... ich erwarte immer so ein bisschen was. Was man ja immer früher von Gothic 1 gekannt hat. Das so. Jetzt gehen wir mal hier rum. Erstmal gucken, wie ist die Orientierung hier? Genau richtig. Also hier rechts rum. Ich muss ja schließlich auch nochmal abspeichern. Weiter geht's. Weiter. Sind wir doch hier auf so einer Anhöhe. Jetzt haben wir wieder so ein Gedampf hier rum. Ja. Sind wir denn auf dem Right Way? Wir sind auf dem Right Way. Wo war das Kreuz? Das Kreuz war nämlich in so einem Felsen drin. Also nicht hier, sondern ich habe mir das gemerkt. Ich habe das nämlich hier auf meinem Monitor aufgemalt. Im Edding. Nein, das war ein Witz. Das war jetzt ein Witz. Okidoki. Ja, nee, das, wir müssen hoch. Wir müssen hoch, weiter hoch müssen wir. Müssen wir hier nochmal rum? Kommen denn nicht nochmal Tierchen oder so? In jedem Tierchen sein, Pläsierchen. Nein, das ist ein Kaktus. So, nochmal gucke. Ja, das sieht gut aus. Das könnte klappen. Ja, how are you, Wüstenraiser? How are you? Ich mach dich platt. Doch nicht. Dann nicht. Gut. Oh, oh, oh! Oh. Shit, noch mehr. Die haben natürlich auch wieder eine wunderbare Schnuppernase, um mich zu wittern. Ich sag das jetzt mal so, ne? So von Natur angleichend. Ich weiß natürlich, dass das irgendwelche unsichtbare Kegel sind. Oder Areale. So, ich speichere nochmal. Ja, denn was das angeht mit diesen, ne, mit diesen Trigger-Arealen, das weiß ich, weil ich mich nämlich auch mal versucht habe in Spielprogrammierung. Nicht hier auf mit einer Gothic-Mod, sondern wieso steht denn da einer? Habe ich dich jetzt völlig vermisst? Ach, ich bin von der Seite gekommen. In Blender habe ich das nämlich mal gemacht. Da habe ich mir so einen Kurs angeguckt, um auch so die ja, die ganze Automatik, hätte ich meiner gesagt, die ganze Technik dahinter zu verstehen. Ne, also ich bin auch so ein bisschen neugierig und hinterfrage auch alles. Mit 4 Jahren habe ich zum ersten Mal Vaters Kassettenrekorder oder Radiorekorder auseinandergenommen und wollte gucken, was los ist da drin. Ne? Das war dann auch sehr interessant. Mit 4 Jahren. Hm.
Da hatte ich damals schon so ein bisschen meine Interessen gefestigt. Oder da ging es für mich eigentlich schon so Richtung, ich gehe jetzt nochmal hier lang, da oben ist, ach, da sind schon die Gobos. Da lief es für mich dann halt eben schon so in die Richtung, dass ich auf jeden Fall was mit Elektronik machen will. Und ich habe hier nochmal geguckt, ob hier was ist. So, und dann habe ich mir dann irgendwann mal einen Lötkolben. Nee, der Vater hat einen Lötkolben gehabt. So war das. Vater hat einen Lötkolben gehabt. So ein Bratlötkolben, so ein richtig fettes Teil. Und dann fing ich an, irgendwo mal bei Leuten anzufragen, ob sie Elektroschrott haben. Ich speichere mal. Ja, damit ich mir die ganzen Teile rauslöten konnte. Ja, den ersten werde ich doch mal hier mal Wüstengoblin-Krieger. Den werde ich mir mal zu Gemüte ziehen. Ach, ein... Oh, das war ja wahr. Der ist aber schwach. Und da hinten sind die nächsten. Upp, der hatte nichts. Tja, in diesem Sinne, liebe Freunde, ich darf mich verabschieden. Und ein paar Folgen in diesem Jahr gibt es noch, aber nur auf diesem Premiere-Kanal, also auf YouTube. Dann geht es nämlich weiter hier. Ne? Hier auf dem Kanal geht es dann nämlich weiter. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Schreibt euch dort ein. Es ist ganz simpel. Und ich würde mich freuen auf Abonnenten und natürlich auch auf Kommentare. So wie ein Feuerzeichen, was dort ein Like ist. In diesem Sinne, habt schöne Tage. Kommt gut in die neue Woche, je nachdem, wann ihr das abgeguckt habt, gespielt habt. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.